Weiter, weiter. Ohne Gleiter. Das sieht so cool aus hier unten. Okay, die haben aber auch tatsächlich so Labore. Also haben die dann auch so eine Art Wissenschaftler? Was konnte ich denn hier anklicken? Wandler. Also ja, da muss man questmäßig dann später irgendwas machen. Bin ich schon gespannt. Nichtsdestotrotz looten wir einfach jetzt schon mal aus und nehmen einfach schon mal die dunklen Elixe mit. Aus den Leichen unserer Gegner. Wobei loot-technisch ist es jetzt nicht so rentabel. Also, der Loot aus den Gegnern, ja, aber der Loot, den man hier finden kann, der nicht. Oh, da war so ein Behemoth. Einen habe ich schon mal bekämpft. Ach, guck mal. Ein Tracker. Und das ist nochmal so eine Geschützbestie, glaube ich. Ja. Sie hat sich selber gelegt. Lustig. Ich weiß echt nicht, wie weit man hier unten erkunden kann. Aber ich finde es so cool. Weil bisher sieht es auch komplett anders aus als der andere Dungeon. Das ist nicht einfach nur Copy und Paste, sondern das ist halt wirklich wahrscheinlich alle 5 Dungeons sind unterschiedlich. Und das ist schön. Es gibt ja auch Spiele, die kopieren einfach nur und das ist dann sehr schade, weil alles gleich aussieht und dann hat man gar keinen Spaß am Erkunden. Aber hier? Auch auf der Overworld, da sind halt teilweise Gebiete, wie ich jetzt offscreen erkundet habe, da ist halt einfach mal so ein, was weiß ich, Angelplatz und eine Leiche. Und dann hat man da halt auch quasi eine Geschichte, so, okay, da war jemand angeln, ist gestorben. Und es sind halt so diese ganz kleinen Schauplätze, die aber trotzdem, warum springe ich immer über den Tracker? Okay, Sekunde. Diese kleinen Plätze, die auch ihre Geschichte haben. Also mega schön. So, bei dir muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Okay, lustig, dass der jetzt nicht getroffen hat, weil hier habe ich keine Anzeichen gemacht, auszuweichen. Okay, ist das hier ein Kreis? Ist hier der Behemoth gewesen? Nee. Ja, aber... Halt, warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay, es ist nur so ein Viereck.
Hier geht's ganz tief rein. Boah, das wirkt so, als käme ich dann die Cutscene. Aber ich glaube, die käme, wenn dann überhaupt. Wenn man hier eine Quest angenommen hat. So. Beeindruckend. Einfach beeindruckend. So, vielleicht kommen wir hier gleich zu dem Behemoth. Nee, das ist was anderes. Hetzer sind hier unten. Oh, was? Die schießen? Die konnten auch teleportieren, oder nicht? Der hat einen Dino dabei gehabt. Lol. Ha. Oh, und Kurator. Oh. Okay, hold up. Nein, 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 nein. Ja, zieh dein Schwert. Nein! Mein Loot! Mein schöner Loot, nein! Oh, das ist eine richtig geile Kammer. Die haben beide Waffen, oder? Okay, ich habe nicht erwartet, dass er ein zweites Mal zuschlägt, auch wenn ich gerade auch schon aber aus der, auf der Ausweichtaste war. Oh wow. Also der mit seinem Stock ist gefährlich. Ah, ich bin Verteidiger. Nett. Sein Stock droppt er nicht. Und der andere, der lässt einfach ab. Der denkt sich, okay, Raucherpause. Wow. Das war hart, hart daneben geschlagen. Oh, es geht noch weiter nach unten. Oder? Warte. Habe ich da gerade richtig so eine Wendeltreppe gesehen? Es sieht so hart fancy aus. Ich lieb's. Drei Gegner. Drei Kuratoren? Eins. Nee. Okay, zwei und ein Hetzer. Okay.
Hä? Ha, ich habe mich gebückt. Oh, wann hat der denn viel Schaden genommen? Oh, hey, wir sind doch ganz dicke. Da vergiftet, gut. Yay, ein Bolzen. Ja, ich weiß nicht, ob man schon in Kapitel 1 hier sein sollte, aber... Ah, es geht nach oben auf jeden Fall auch. Oh! Warte mal! Wir haben kein Leben. Ist ein bisschen peinlich geworden. Hallo, trink doch. Hey? Au. Principal? Ich will den Kurator erstmal wegkriegen. Der Principal scheint Nahkämpfer zu sein. Den kenne ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber hey. Prinzipiell? Wahrscheinlich entspannter als ein Kurator. Hat halt mehr Leben. Und er kann hinfliegen. Jawohl! Eisenbahn. Ja. Ja. Muss so. Warum heilt sich der Bastard eigentlich die ganze Zeit, Junge? Der kriegt jetzt aufs Maul. Weg mit der scheiß Schussfeuerwaffe. Pack dein Schwert aus, Junge. Danke. Und jetzt lass mich in Ruhe. Der ging mir hart auf den Sack. Okay, also es geht tatsächlich irgendwie runter. Aber ist da unten was? Gift. Okay, mehr gibt es da auch nicht. Okay. Kann man hier durchfliegen? Ja. Oh! Das hat uns weggeschmissen. Nein! Scheiße. Das hat einfach so... Whoop. Oh, lol. Na gut, dann... Oh. Nein. Oh Gott. Ich hatte ja schon meine Waffe gezogen. Das wirkt ein bisschen wie ein Aufzug hier oben. Der zweite Angriff von denen ist echt hart mies. So, ich bin der Auserwählte. Juhu. Beam me up, Scotty. Woo. Ich finde es irgendwie komisch, dass die Sphären irgendwie so... Naja, du kannst halt reinfliegen, aber da passiert nichts. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Naja.
Machen wir den Behemoth noch und ich glaube, dann haben wir das Gebiet auch abgegrast, bis wir wiederkommen. Und die Gegner respawnen. Und seht ihr noch da den Kampf? Er ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Unhold oder Bergtroll. Außer dass er hier irgend so eine Schallwelle, aber er macht die so in die Luft. Also ich weiß echt nicht, was ich von dem halten soll. Er gibt halt 11 dunkles Elex, also das ist nice. So, dann gucken wir mal, was wir im nächsten Part machen. Ich glaube, wir verkaufen echt mal den ganzen Schrott und leveln einsamer Wolf. Ach ne, den können wir tatsächlich schon. Okay, dann suche ich mal den Lehrer und dann sieht man sich da. Wie immer. Ah ne, Moment. Ja doch, ich gehe zum Lehrer. Ja doch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.